Dass Linksabbiegen für Radfahrer zu einem komplexen Thema in der Berichterstattung werden könnte, hätten wir auch nicht gedacht. Aber von vorn. Nach nur wenigen Tagen wurde in Osnabrück das eingeführte Verbot für das indirekte Linksabbiegen bei Radlern wieder zurückgenommen. Aber wieso kam es überhaupt zu diesem Verbot? Das geht auf die Richtlinien für Lichtsignalanlagen zurück. Die hat der Gesetzgeber angepasst, um gleiche Standards zu schaffen. Standards, von denen Osnabrück derzeit abweicht. Die Ampeln sind zum einen zu weit vom wartenden Radfahrer entfernt und zum anderen haben sie ein Lichtfeld zu viel. Anstatt Rot, Gelb und Grün sollen die neuen Ampeln künftig nur noch Rot und Grün zeigen. Die Stadt Osnabrück schrieb dazu: Um zu vermeiden, dass an einigen Kreuzungen schon die neue, an anderen aber noch die alte Variante aktiv ist, ist das indirekte Linksabbiegen mit Start der Arbeiten zunächst an keiner Kreuzung mehr möglich. Gleiches Recht für alle quasi. Doch schon bei der Theorie mussten auch wir kurz innehalten. Ja. Also hier ist die betroffene Stadt. Und in der Übergangszeit gucke ich, ob motorisierter Verkehr kommt. Und wenn nicht, kann ich rüberfahren. Oder das ist mir zu unsicher, ich steige ab und nehme den Fußgängerüberweg. Und nicht nur wir hatten Probleme, so wie diesem Mann. Fährt man denn jetzt hier richtig? Ging es auch anderen Radfahrern. Da für die Übergangslösung Abstellflächen gestrichen und Ampeln abgehangen wurden, gilt an diesen Stellen auch weiterhin das Verbot. Die Stadt will aber bereits in den kommenden Tagen die Abstellflächen freigeben und die Ampeln wieder in Betrieb nehmen. Bis das geschehen ist, zeigen wir am Beispiel Berliner Platz, wie Radfahrer aktuell korrekt links abbiegen müssten. Variante 1, der Bedachte. Kollege André Partmann muss zunächst geradeaus fahren, am Bürgersteig halten, absteigen und dort als Fußgänger schiebend das Rad über die Kreuzung bringen. Das ist natürlich ungewohnt, wenn man hier rüberfährt und dann ja, sich da vorne einordnet, absteigt, schiebt. Variante 2, der Mutige. André ordnet sich frühzeitig in den fließenden Verkehr ein und biegt dann links mit dem motorisierten Verkehr ab. Zur Mittagszeit ist das auch eher unproblematisch, da der Verkehr hier noch recht übersichtlich ist. Wenn man die beiden Abbiegevarianten mal vergleicht, dann stellt man schon recht schnell fest, dass man, wenn man die Autoabbiegerspur nimmt, schon schneller vorankommt. Da vorne an dem Überweg hat man natürlich dann eben zwei Ampeln nochmal zu überqueren. Für jemanden, der dann entsprechend viel oder schnell unterwegs sein möchte, für den ist natürlich nicht optimal. Nach der teils harschen Kritik von Radfahrern nun der Turnaround der Stadt. Im vierten Quartal 2023 sollen an allen 41 Kreuzungen in Osnabrück die neuen Ampeln installiert sein. Indirektes Linksabbiegen wäre nach dem ursprünglichen Plan so lange nicht möglich gewesen. Jetzt heißt es aber, alles bleibt beim Alten, nur die Ampeln kommen neu.